Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. Wie ich es in der letzten Folge schon angesprochen habe, ist das hier eine Fortsetzung von der letzten Folge. Das bedeutet, schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an. Und wenn ihr das nicht tut, tja, dann brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären, außer dass wegen euch jede Minute ein Bambi sterben wird. In der jetzigen Folge haben wir tatsächlich auf dem A5 Community Server 3 Admins in Kamishovo getroffen. Leider musste ein Admin von denen mit dem Leben bezahlen. Oben im Fenster. Ja, ist tot. Ich habe ihn. Dein Kumpel hat halt aus dem Fenster geaimt. Da hat er mir leider keine andere Möglichkeit gelassen. Nicht nur, dass wir Admins hier auf dem A5-Server getroffen haben und kennengelernt haben. Nein, in Cherno Factory gibt es eine uneinnehmbare Base. Und zu der machen wir uns auch noch auf den Weg. Der eine Bambi, irgendwas mit Cherno Factory ist eine Base, ob uns die Base auf dem Roof gehört. Oh, holy shit. Und natürlich, um den Satz vom Anfang, dass wir Bambis killen, wieder gut zu machen, haben wir auch in dieser Folge safe einen Bambi vor dem sicheren Tod gerettet. Und wer uns dann erschossen hat, hat uns ziemlich schockiert. Auf vor gut. Den Toiletten. Ist tot. Tot. Hey, is this your friend? Ich würde jetzt sagen, bleibt auf jeden Fall gespannt, wer diese Schützen hier waren. Lehnt euch zurück, bleibt bis zum Ende dran, jetzt geht's los. Schüsse links. Ja. Holy shit. Das war im Haus. Shotgun war das. Ja, lass mal ein bisschen weg. Aber die hocken da wieder drin. Vorsicht, rechts von dir ein Zombie. Ich geh mal kurz hier in das schwarze Haus rein. Zombie-Agro habe ich, warum auch immer. Oh. Ich gehe kurz ins Jamaika. Grün-Orange. Percy, könntest du vielleicht ganz kurz dein Headset ausmachen? Wärst du so lieb? Hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich bin wieder da. Ey, ich dachte, ich habe gerade eigentlich ausgemacht. Also stumm. Scheiße. Wir sehen oben im beigen Haus rechtes Fenster. Der gerade gepiekt. Was? Er aimt auch. Ich hab halt keine Sniper oder so. Ich schon. Ich kann bloß nicht, weil ich Zombie-Agro hab. Verdammte Kacke, Mann. Was ist denn heute los? Beiges Haus oben. Das bin ich. Okay. Das stinkt mir jetzt. Rechts alle zu dir, ne? Das ist okay. Oben im Fenster. Ja, ey. Ist tot. Ich hab ihn. Im Haus. Ja, hab ich. Maschine. Ich bin sperr schon wieder mitten in der Pampa gespawnt. Ich sperr kurz die Zombies zur Hälfte ein. Ich back fest. Nein! Komm. Nicht dein Ernst! Keine Munde. Alter! Was ist hier heute bitte los? Ich bin safe, Bex. Ich bin safe. Ich bandagiere mich nur kurz, dann hau ich hier aus dem Haus ab. Ich kann nichts mehr machen, ich habe jetzt nur noch 25 Schuss. Ja, ich. Aber den im Haus, den muss ich auf jeden Fall gehabt haben. Das war ein fetter Header. Da ist Blut gespritzt ohne Ende. Ich bin am gelben Haus. Ach, da bist du. Edisch. Ah, jetzt. Ja, dann lass mal gucken gehen, würde ich sagen. Ja, komm, lass mal rein. Weil ich brauche auch echt Munition und sowas. Seid ihr noch fit? Ja, wir pushen den jetzt ganz kurz im Haus. Ich hab grad Zombie-Aggro meines Todes und ich bin gerade an der Base da, wo wir gerade waren. Ah, okay.
Ich hoffe, dass der jetzt alleine da oben drin war. Ja, guck, die haben hier auch wieder Zaunsets gestellt. Abgeschlossene Tür. Die andere ist offen. Ich geh mal rein. Ah, die ist zu. Ich bin hinter dir. Hier ist noch einer drin, Steps. Safe? Ja, 100%ig. Sollen wir reden? Versuchen wir es. Hello? So we know you upstairs, man. You wanna talk? Bro, come on. We can do it friendly, so when you talk, everything is good. Oh, Genix Army, what's up, man? Ja, hallo. Oh, bist du Deutscher? Ja. Was geht ab? Nicht viel bei dir. Ach, gar nichts. Was machst du denn hier allein so in dem Häuschen? Oder, ihr wart zu zweit, ne? Ja, natürlich. Oh. Okay, ja, gut, der Name passt ja schon, ne, Camper. Dein Kumpel hat halt aus dem Fenster geaimt. Da hat er mir leider keine andere Möglichkeit gelassen. Aber wir können das Ganze natürlich immer noch friendly regeln. Gerade an die Fallen, die Zaunsets, habt ihr die gesetzt auf der Straße? Nicht wirklich, aber wir haben uns angeguckt, wie die Leute da reingefahren sind. Okay, ja, das kann schon ganz lustig sein. Okay, aber was macht ihr denn hier so in dem Haus? Warten auf Leute. Ah, okay. Seid ihr größere Gruppe oder was? Ja, eigentlich schon. Nice. Hattet ihr einen Fight oben auf dem Berg hier von Kamishobo? Da wurde anscheinend voll die Leute weggeballert. Vier Leute habe ich da gesehen und einen Sniper. Ah, krass, okay. Ja, wir haben die Schüsse nur gehört, deswegen sind wir eigentlich nach Kamishobo rein. Okay. Nice. Ja, okay, das heißt, dein Kumpel kommt wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder, ne? Nicht, dass es hier dann irgendwie Ärger gibt. Ja, wir überlassen euch hier das Örtchen mal. Okay. Seid ihr oben noch zu... Dein Kumpel lebt noch, oder? Ja, ich lebe auch noch, ja. Ah, okay, also dann... Der Dritte ist gestorben. Oh, okay, sorry, ja, ich habe gedacht, ihr seid nur zu zweit. Okay, nice, hey. Nee, nee. Ja, okay, nice, nee, dann ja, können wir das ja friendly lösen. Also, sorry nochmal, gell, aber dein Kumpel hat halt echt aus dem Fenster geaimt. Ja, ich glaube, da hätte jeder so reagiert wie ich. Kann man sich euch irgendwie anschließen? Weiß nicht, muss sich abklären. Okay, habt ihr einen Clan oder was? Mir persönlich ist es egal, weil ich gehe jetzt eh noch gleich schlafen. Ach so, okay. Ja, warte, ich geh mal Wiesen fragen. Ja, geh mal fragen. Geh mal Wiesen fragen. Okay, Leute, wir versuchen hier jetzt mal etwas. Ich wollte schon immer mal Interaktionen, um bei solchen Leuten mal reinzukommen. Die campen jetzt natürlich ziemlich stark hier drin. Das könnte auf jeden Fall eine ziemlich interessante Geschichte hier jetzt werden. Oh, Scheiße, ja. Also, Reason ist auch egal. Okay. Jetzt halt die Frage, können wir euch jetzt hier vertrauen, wenn wir hier jetzt so reinkommen? Ja, ich weiß nicht, ihr wisst ja, das ist DayZ, ne? Und jetzt habe ich natürlich einen von euren Kumpels irgendwie hingerichtet. Naja, solange du nicht an den Loot gehst, sollte nichts passieren. Nee, alles cool, aber einfach mal so euch mal sehen. Keine Ahnung, wir stecken auch die Waffen weg oder sowas. Okay, komm mal, ich mach den ersten Schritt. Okay, nice. Ihr seid mal dahinter. Kommt immer wo er ist. Hey, servus. Guten Tag. So, schön euch kennenzulernen. So, das heißt, wir können auch hoch, ne? Also nicht, dass wir jetzt hier auf der Treppe hier... Okay. Das könnte natürlich sehr interessant werden hier. Achso, ihr meint den Loot jetzt von eurem Kumpel, oder wie? Ja, ja, genau. Achso, ich hab gedacht, ihr habt jetzt hier hardcore gehortet mit der Straßensperre da draußen. Nein. Ja, okay, nice. Das heißt, jetzt chillt ihr die ganze Zeit hier und wartet, bis Leute nach Kamishobo kommen, oder was? Ja, mit Leuten halt quatschen oder Leute, die Bambis abfacken, fucken wir dann ab.
Okay. Unterschiedlich. Also das heißt, ihr seid auch eher so die Bambi-Safer. Admin-Tätigkeiten nachgehen, würde ich dazu sagen. So. Admin-Tätigkeiten, warum? Wer ist denn der Admin? Ja, wir alle. Was? Nein, der wurde gerade erschossen. Ja, der da was hier liegt. Das war auch ein Admin. Oh, du hast einen Admin erschossen. Runter mit dir. Scheiße. Okay, ja gut, das konnte ich natürlich nicht wissen, ne? Ja, alles gut, alles gut. Ja, coole Sache. Okay, cool. Ja, ist halt ein PvP-Server, ne? Ja. Das kann natürlich schon mal passieren, dass man sich hier eine Kugel einfängt. Ja, ich bin nämlich auch gerade eben oben auf dem Berg gestorben. Haben vier Leute. Deswegen hat mir aber so vorsichtshalber mal gefragt, ob ihr das da oben wart. Nee. Wir haben auch einen Sniper. Wir waren auf dem Berg bei der Police, also hier in die Richtung. Und dann haben wir den Sniper gehört, dann wollten wir den pushen, haben ihn nicht gefunden und blitz waren vier Leute über uns auf dem Berg und ja, mit einem habe ich mich noch getradet. Ich eben gesehen und wollte wegsnipen und einen Sniper hatte ich gesehen mit Mosin, Flaschenschalldämpfer und so einem Baller. Nee, das war ein Sniper. Okay. Nee, gut. Würde ich sagen, danke, dass ihr friendly wart. Ne? Ja, nice fürs friendly sein, liebe Leute. So, alles gut. Nur ihr müsstet uns die Tür aufmachen, ich hab keinen Dietrich. Jo. Ihr seid im Discord, ne? Ja. Okay, alright, dann danke, also ciao. Viel Spaß euch, ciao, ciao. Tschüss, ciao. Ich renn, bin an der Police. Ich höre Schritte. Auch, bin auch an der Police. Okay, ich geh rein. Achso, du bist noch gar nicht drin. Doch, ich bin jetzt, bin ich drin. Ich bin drin in der Police. Okay. Ah, oh, mach doch nicht die Tür vor mir auf. Nein, Tür bleibt zu. Hallo. Hi. Hast du eine Waffe? Nein, ich hab gar nichts. Hier liegt, hier liegt noch eine Polizeihose. Hier unter der Treppe. Siehst du die? Was? Ja, M-Lock, ja. Ja, danke. 8 Schuss und hier sind bestimmt noch irgendwo Magazin oder so. Oh, hier ist ein Bambi bei mir. Just Dale. Hey Bro, what's up? Ja, Bro. Hello. Wow. What's up? Do you guys know about the base? Which base? In Cherno factories on the roof. Oh no, I don't know. We've just raided it, bro, and the guy just logged in and shot me. So I'm going back to raid it now. Oh shit, okay. Complete raided. sort of. Oh, okay. Hello, my friends. And the Honor is spawned in. Sorry? And the Honor from this base is spawned in. Yeah. Oh, shit. Spawned in the shop. Okay, oh, unlucky, man. Unlucky. Okay, so what's your plan? What's your plan? You want back to the base? Yeah. Shoot me in the face, bro. Good luck with your journey. I do it with the knife. It's more nice, you know. Yeah, it's my here, man, bro. It's my here, man. Oh. Okay. Bye. Der Arme. Toll, jetzt haben die Admins das gesehen, jetzt denken die, wir wären die größten abgefuckten Bambi-Killer. Ich habe halt nur noch 27 Schuss für die M4, deswegen langsam brauchen wir wieder ein bisschen Equipment. Ja, das wäre gut. Gib immer eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz eben die andere Waffe leer machen. Hier ist noch ein Bambi. Ja, wir sind schon auf den Schienen. Ach, da bist du. Hey guy, what's going on? Hey buddy. Hello, friendly. Hi. Hey. Ja, sicher, dass ich noch abgetötet. Oh nee, das war ich, sorry. Deutscher. Das war ja. Wir haben mit deinen Kollegen geredet, ne? Alles gut. Ja, wir waren im Haus. Es war echt, sorry, also du hast halt aus dem Fenster geaimt, ne? Ja, ich weiß, ich will alles gut. Da hast mir leider keine Wahl gelassen irgendwie, außer gleich drauf zu halten. Aber ich bin ehrlich, ich habe auch auf euch geaimt, ich habe euch nur gesucht. Okay. Im Braunhaus wollte ich halt schließen. Wir hatten halt wegen euch Zombie-Aggro, ne? Weil ihr habt glaube ich im Haus geschossen, ja, dann kamen die Zombies und dann sind die eigentlich auf uns gegangen, wie es typisch ist in Daisy. Ja, wir dachten, wir hatten oben auf dem Kamishobo-Berg
hatten wir eine Begegnung mit 4 oder 5 anderen Spielern. 2 konnten wir holen. Und wir haben erst gedacht, okay, die haben sich jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen ins Haus verschanzt. Aber dann wart ihr das. Ah. Ja, krass. Ja, nee, cool, okay. Also, deine Mates sind auf jeden Fall noch im bisschen Haus. Sagst du Grüße? Ja, weiß ich. Jo, alles klar. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut, schönen Abend hier. Es könnte aber noch ein bisschen mehr sein. Ja, ein bisschen mehr Action. Dass es diesmal besser läuft. Für mich. Besser, ja. Für uns. Für uns, dass wir nicht wieder drauf gehen. Ja, für mich war es ganz okay. Ja, du hast die Aktion gerade überlebt, ne? Ja. Luca ist halt nicht gestorben, der hat uns halt im Stich gelassen, ne? So eine Lüge! Was? Du hast uns im Stich gelassen? Ey. Das gibt direkt ein Heady. Na klar, ich muss natürlich mein Stuff save, liebe Leute. Dafür ist es immer wichtiger wie Teammates. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Natürlich haben wir uns sofort auf den Weg nach Cherno Factory gemacht, um die Base zu begutachten. Aber leider hatten wir auf dem Weg dorthin etwas Schwierigkeiten. Oh, ich bin im Essen im roten Bereich. Ich brauche gleich nochmal was zu essen. Können wir mal kurz irgendwo ins Haus reingehen? Ja, lass kurz davor rechts an das Holzhäuschen. Ja. Und dann klatsche ich da kurz eine Dose auf. Das Problem ist nur, ich bin kein Lootgeier mehr, so viel habe ich nicht dabei. Hier ist ein Spieler! Spieler, 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 oh. Spieler da drin! Oh, ich hab's wieder sie getan. Noch einer. Noch einer? Nein, ist dead. Hast du? Okay. Ja, aber ich habe aus Versehen Percy in den Hinterkopf geschossen. Scheiße, sorry Percy, das tut mir echt leid. Ach, kein Ding, kein Ding. Hier ist noch ganzes Päckchen. Kennt es ja selber. Ganzes Päckchen. Boah, der hat eine Tundra. Ich glaube, dann. Ich bin Berenzino. Ja, okay. Oh, zu weit. Hast du ein, zwei Schuss Windmuni für mich? Hab ich, ja. Hier, gönn dir die 20. Warte mal, ich geh mal kurz in Game. Dann spiele ich halt jetzt doch wieder mit einer Tundra. Scheiße. Wenn uns das Leben einfach nichts anderes übrig bleibt, ne? Okay, gefährlich. Oh, da oben ist eine Base auf der Factory. Das hat er doch auch erzählt, der eine in Kamishovo, ne? Der eine Bambi. Irgendwas mit Cherno Factory ist eine Base, ob uns die Base auf dem Roof gehört. Ah, stimmt. Do you guys know about the base in Cherno Factories on the roof? Ich sehe da oben aber jetzt keinen, weil das hat sich kurz nicht aufgebaut bei mir. Aber guck, das ist halt wieder eine unraidbare Base, weil dann geht da nur eine Leiter wieder hoch. Ja. Dann hast du da so Leute, die 24 Stunden online sind. Aber der eine hat gesagt, aber dass die geraidet haben, ne? Der hat gesagt, der wär drin gewesen. Und dann ist da gerade einer drin gespawnt und der hat den umgebracht. Ah, okay. Ah, okay, ne, die haben echt keinen Spot hierher. Also keinen guten zumindest. Obwohl, doch. Eine Wanderhose. Hier liegt noch eine AK. Vielleicht mit mehr Schuss. Und oben liegt noch ein M4 ohne Handgriff und AD, ohne Mac einfach nur. Aber ein Atok-Visier, das nehme ich mal mit. Brauchst du das Atok? Nein. Ich kann mich erinnern beim letzten Mal, ja. Liegt auf dem Boden. Schüsse vor uns. Vor den Toiletten. Ne, auf dem Bambi. Komm, helfen wir dem, oder? Warte, ich hab einen Scope auf den. Ist tot. Tot. An dieser Stelle haben wir halt einfach mal einen Bambi gerettet, liebe Leute. Hey, Dude. What's up, man? Don't worry, man. You guys friendly? Hey, yes, man. Yeah, we save you, man. Oh. We kill this guy. Oh. Hey, is this your friend? Friend, not my friend. Okay, wir haben uns getradet. Ah ja, was ist denn da jetzt gerade passiert?
Die drei Personen, die den Bergkamm hochgerannt sind, zwei habe ich erkannt und man sieht es auch jetzt. Es war einmal Oni de Shinobi und unser guter Schokomilch. Wurde hier etwa die Seiten gewechselt? Grüße gehen da an dieser Stelle raus. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, bevor ich wieder zu Bex renne, nutzen wir dieses kurze Päuschen, um einen Clip Daisy Kill of the Week reinzuschmeißen. Daisy Kill of the Week. Der jetzige Clip wurde mir von unserem guten Bex zugesendet. Grüße gehen auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Vielen Dank für deine Einsendung. So wie das Ganze aussieht, ist es auf dem PvP-Server. Wir schauen uns oder wir klicken uns da jetzt rein und schauen, was passiert. Okay, souverän gelöst. Der Typ wusste, glaube ich, gar nicht, woher die Schüsse kamen. Aber der Clip geht ein Weilchen. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Ja, das ist definitiv ein PvP-Server, liebe Leute. Und natürlich nochmal ein bisschen Body-Shooten. Oh, Schüsse. Boah, Junge. What? Einfach eine Legende im Spiel. Absolute Legende, Bex. Grüße gehen da an dieser Stelle raus. Oh, Scheiße. Was ist da los? Das war aber ein absoluter Turn-on. Warte, jetzt gucken wir noch kurz, was da jetzt passiert. Ja, der Clip geht noch ein Weilchen. Wir schauen, was passiert. Der will den pushen. Ich weiß, Specs holt den. Da hätte er durch die Türe noch schießen können. Der hätte ihn gehabt, safe. Absolut lost. Absolut losty boy. Hier, SWH, Grüße gehen an dieser Stelle raus. Bex hat dein Leben genommen. So, liebe Leute, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, Kill of the Week Award geht diese Woche an unseren guten Bex raus. Ihr möchtet auch mal ein Teil meiner Videos sein, dann schickt mir doch einfach eure DayZ-Videos zu und lasst uns als Community richtig groß werden. Und ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Hey Bro, what's up, man? Yeah, you. Yeah, maybe you want to put your gun away. Take your gun away, man. Nice, perfect. Okay, so can you put your hands up, please? So only for safe for us, you know. Sorry, dude. I can't hear you, hey, man. What's up, bro? My bad. Ah, my bad. Nice. I thought you. My bad. I just seen someone. Where? My bad. I didn't mean to shoot at you. That was me that shot. I won't lie. You obviously know where I'm at. Put my gun away. So you alone, buddy? No, yeah, I'm alone, bro. So is there someone else with you? It's just me. I see the second mic. Yeah. We two guys. Yeah. I thought I seen two. I wasn't sure, but I mean, please don't kill me. I have been getting shit on all week. Yeah. No, it's no problem. So normally we are friendly people. Are you fighting on this base on the roof from the building? Oh no, bro. I just came from what's that town called over there? That's Chano. Yeah. I just came from over there. I came from Valota like the other day. I was moving from Valota over here. They just got back on. Oh, the past okay, few days nice. I've been on the server. People are just like getting backstabbed and stuff. Okay. So what's your plan for now? What do you want to do? Looking for a team, honestly. Just trying to find people friendly, you know what I mean? It's just kind of hard because, you know, some people you can't trust. Yeah, I know. So it's a PvP server. You have to take care, you know. But yeah. Everyone is shooting. Oh, holy shit. It's right above us, it's on the bridge. No, I think it's on a building because our friends are in this base on the roof, you know. So buddy, we leave now. We want to go to the base, you know, and talk with this guy. Right. So when you want you can come with us. But I don't know how reacted, you know, the other guys. I don't know. Well, I'll introduce myself. If I get, they shoot me, it's fine. Da vorne läuft einer bei den Schienen. Ich könnte ihn wegholen. Nee. Der ist da vorne bei den Schuppen. Auf jeden Fall. Lass da mal hingehen. Ja. Hello. Hey, buddy. Oni, man. Careful, they're up there, we're getting raided right now, there's two. Oh shit, okay. Y'all need my help? Up to the top, at the top, right up there, look.
Hey, I got a grenade. If I can get on, if I can get on the third floor, I can toss it over. No, you can't get up the ladder. It's dead. Got one. There's two. There's one on the very top, and there's one on the second floor. Bex, get one. Okay, nice. So I go a little bit back, so maybe better view. Okay, Leute, was zur Hölle ist hier los? Jetzt haben wir Uni wieder gefunden und anscheinend ist es ja hier Uni seine Base da oben und Schoko ist auch mit denen da dabei, aber die wurden jetzt gerade geradet. Ja, und wo soll der jetzt sein? Oben noch? Anscheinend ganz oben, also da, bei diesem Gelände, wo du die Leiter da siehst. Oder dieses Gelbe, was es da sein soll, auf der Höhe. Ja, der andere ist bei dem Gelben unten drunter auf dem Metall, auf der Metallplattform, habe ich den gekillt. Okay. Look it, I'm gonna go up there and if he stands up to shoot me, shoot him, okay? Okay, we do it, man. Okay. Hey, yo. I'm gonna climb, if you want, I can climb up there and I can throw, because I see where he's at now. He's like at the very top in that little corner before he get into the wall. Yeah, I know. Uni, tell me. Is that your teammate coming up? Yeah, that's Oni, man. So we wait. Maybe this guy is moving. Did you get a good vantage point in this building, man? You can get a really good vantage point. You can pretty much see him peek it. You see him? Yeah, I kind of seen him in this building over here. If you want to come try it yourself. Bex, hast du Oni hier im Blick? Ja, ich sehe ihn. Er ist jetzt auf dem ersten Plateau, wirft jetzt einen Nate hoch. Okay, pass auf, ich gehe zu dem Gebäude und versuche einen höheren Stand zu kriegen. Yeah, man. Nice. You see what I'm saying? This is a good vantage point. Go ahead, I'll put my gun away so you can do anything, bro. I don't want to make you kill you. It's probably, I mean, if you want, you can lay down, I'm laying down too. But I don't see this guy. Just see him move, you see how good a spot that is right here? Do you need another suppressor, bro? I have an extra suppressor. No, that's good. That's good what I have. Thanks. Yeah, you're welcome, bro. Ah, I see him. I don't know, maybe I can. Oh yeah, I think I seen his head. So when you got the point, take your AK and try it, so I go back to Bex. And go back to Oni and talk with these guys. Alright, bro, I'll be right here. Nice teamwork, man. Yeah, bro. Hi, servus. Hello. Ja, also, als du weggegangen bist, Oni stand auf der ersten Plattform da unten. Mhm. Wollte eine Nate hochschmeißen, hat sich mit der Nate selber geholt, weil die wieder runterkam. Rechts läuft ein Bambi. An den Schienen, hinter der Mauer jetzt. Der ist jetzt hier direkt hinter diesen komischen, was ist das? Diesen Steindinger da. Hello? Ich bin bei dir, Bex. Da haben wir. Ja. Hey, dude, what's up, man? Hallo? Hello? Hallo? Schoko! Was geht ab? Schoko! Und hallo. Wie sieht's da oben aus? Also, einen habe ich gekillt, der auf dem ersten Plateau war, aber ganz oben ist noch einer. Ganz noch einer. Ja. Er hat gesagt, auf dem zweiten, auf dem ersten Ding da ist wohl noch einer sein. Ich habe aber einen gekillt in der AK. Bambi eben. Ach so, okay, den habe ich gerade eben gesehen. Ich habe einen, da kommt doch in der Mitte so ein silbernes Plateau, ganz kurz, bevor es ganz hoch geht, ne? Da habe ich einen gekillt. Da lag einer drauf und dann wollte Oni von da eine Nate hochschmeißen und hat sich selber in die Luft gejagt. Sollen wir es probieren? Soll ich es probieren, den Turm hochzukommen? Ja, hier. Komm, ich probier's. Da helfen wir natürlich Freunden, die in Not sind. Das ist ganz normal, liebe Leute, dass man hier hilft. Und safe werde ich gleich einfach nur hardcore weggesniped. Ich hoffe es natürlich nicht. So, jetzt gucken wir mal, was hier oben geht, liebe Leute. Steps. Das bin ich, Steps. Nee, hier unten auf Grad. Wir gehen jetzt einfach nochmal ein Stückchen höher, damit wir da hinten wirklich einen Schuss auf den haben, dass wir natürlich den High Ground haben. Wir probieren das Ganze jetzt einfach.
Geh nicht nach rechts, bitte geh nach links. Nein! Was ist denn da bitte passiert? Ja, das ist absolut dumm gelaufen. Zum Glück hat Bex meinen Stuff gesaved und zusammen sind wir dann auch wieder in Richtung Base gerannt. Liegt mein Stuff vielleicht noch? Das könnten wir mal gucken sehen. Ey. Ja? Was? Hier rechts in der Halle? Ja? Sind vier Leute drin, voll equipped. Mit den Fenstern. Das hat sich nicht aufgebaut bei mir. Oh shit. Ich lieg jetzt hier schon. Weißt du, die mit den Fenstern? Da wo wir drin waren, wo ich gesagt habe, da kannst du raussnipen. Genau, ja. Oh shit. Hat sich nämlich gerade nicht aufgebaut. Was ist, wenn es die sind? Ich weiß nicht, die waren alle voll equipped. Können ja mal hingehen, Kontakt aufnehmen vielleicht. Ja, komm, wir probieren das, oder? Are they friendly? Yeah, we are friendly, yeah. Man. Hey, Dreamy West, you remember me? Hallo, Choco. Hallo. Ihr seid da drin, okay. Wir kommen mal zu euch rein, ja? Oh, what's up, bro? Yeah, nice. So, don't shoot, man, we come inside. Habt ihr die Schüsse da nicht gehört von diesen kleinen Mini-Dings? I thought everyone got shot, to be honest. They're so quiet for like 10-15 minutes. Nee, haben wir nicht gehört. Eine Viertelstunde her, locker. Eine Viertelstunde, bestimmt. Okay. Ja, okay, wenn ihr hier drin seid, Choco. Ich check mal kurz. Choco Ono, Oni war irgendwie wieder oben und ich hab ihn weggesniped aus Versehen. Ja, hat er gesagt. Also. Das ist gestern auch von Kollegen passiert. So, jetzt guck mich mal, dass ich hier meinen Stuff vielleicht wieder bekomme. Das wäre natürlich richtig gut. Ohne, dass ich hier jetzt weggesniped werde. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen hier dran. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich meinen Loot hier oben noch bekomme. Ich glaube, der ist schon despawned. Ah ne, guck mal, da liegt noch alles. Back sei Dank. Nehmen, nix schämen. Gleich mal hier in den Rucksack rein, zack. Und da drüben sitzen sie halt alle ganz gemütlich drin und beobachten ihre Base. Ganz normal. Guck mal, wie viele Leute das da drüben sind. Don't shoot, Arne. What's up, man? Okay, der ist tot in der Base und wir könnten da jetzt hin mit Oni, ne? Ja, nice, dann gucken wir uns gleich mal die Base an. So, liebe Leute, jetzt gehen wir uns mal eine Base hier auf dem Roof angucken. Zieht euch auf jeden Fall mal die Base rein, die ist auf jeden Fall mega groß. Jetzt gucken wir mal, wie die das gebaut haben, das interessiert mich jetzt auch megamäßig. Wie das aussieht. Is it cool if I take this bag on the ground? Yeah, take it. So I think nobody need it. I've been wanting a camel bag. Wow. Ist gerade irgendjemand gestorben? Have you guys been watching up here? Nobody else is up here, right? Like since I was up here? But ich fühl mich absolut unsicher hier. Oh. Oh shit, it's crazy as fuck. All of us climbing on the ladder like this. Ach, hier liegen auch noch Sachen. One sniper, all dead. Ey, das sieht aus wie eine Hühnerleiter hier, by the way, ne? Scheiße, ist es hoch! Choco, dabei! Ich kann nicht. Yeah, there's another yard right here. Max, komm mal hier in die Seite. Sonst fällst du runter, wenn die Tür aufgeht. Wenn ich jetzt runterfall. So take care, man. So when he open the door, so maybe you fall down. Come to us in the corner. Everybody, look, everybody right here. Everybody come to this corner. No, come to the corner right here.
Alright, that's fine too, you can go on the ladder. Jetzt wird's absolut gefährlich! Ey, ich hab Platzangst, mach hin! Warte mal, es ist vielleicht besser, wenn wir einfach die Leiter runtergehen, ne? Okay, nee, nee, okay, hold on. Okay, let's go! Yeah. Oh, I'm inside! Oh! That's trippy, bro! What do you think? So it's big basement, so you got beautiful view. Oh yeah, we bro, like I'm gonna have shit in my bag, it's and then look, you can come right here, look, right here. Look it, you come right here on this yeah, part, this right one. Here, you crouch. Oh! Go up here, and we're gonna build this three layers high. Yeah, but you have to close with walls, no? Yeah, yeah, yeah. Cause it's too dangerous, man. Liebe Leute, guckt euch diesen Ausblick an. Das ist absolut kranke Sache hier. We're gonna build all around down there. So like you see the four corners of that side? We're gonna put watchtowers on all four corners and walls over there. We're gonna do it over here too. Oni, how long you need it for this one? This one we built in this right here. We built in let's see. A day, 2 days, 2 days. Okay, nice. That's very fast. Like if you add me, I'll put you in a group chat. Like, and then we don't spam holy in our shit, group shit, is this hoch, like, Alter. Whatever. Ist ja richtig krank, Vorsicht. Komm, ich schubst dich runter. Nein, vergiss es, ich laufe hier ganz langsam nach unten. Ich würde, Wex, ich würde es lassen, ich bin gestern auch runtergefallen beim Bauen. Das ist übel krank, ey. Can you kill zombies downstairs and see if you can get duct tape and axe? I believe I can fly. Yeah. Okay, Oni man, we leave this building now. We want to Kamishovo just a little bit. Maybe we see us later on. Yeah. Teufel, I'm gonna add you to a group and I'll give you the code to the base if you wanna store some stuff or whatever. Yeah, it's okay. Nice, perfect. Sounds good. Yeah. Alright. Sounds good, bro. And then Dreamy, you're gonna stay here with us? Yeah, I'm gonna about to add you right now. So Dreamy? Oni, sorry for killing you. Nice to meet you. Oh, you're okay. I'm just glad that I got the guy up there. We'll repair everything right now. So, see you later. Alright, you have a good one, bro. Yeah, bye. Alright. Alright, later, Teufel. Bye bye. Yeah, give me a second, bro. We always run into this nigga, bro. We always run into each other. This, nails. Aren't we? Well, nails. Backstone läuft, einer. You see nails always good. Yeah, I got you. Dude, this is gonna be a big ass fucking base, but yeah, it's me, my guy. Wer ist das da unten? Like the seventh, sixth or seventh person. Der bandagiert sich. Ah, das ist, nee, das ist Schoko, glaube ich. I got you. Ach du heilige Scheiße, was haben wir alles in dieser Folge erlebt? Liebe Leute, wir wären dann auf jeden Fall am Ende von diesem Video. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich mega freuen. Und denkt auf jeden Fall daran, mir mehr DayZ Kill of the Week Clips zuzusenden. Und lasst uns da auf jeden Fall eine mega Community werden. Wie gewohnt habt ihr jetzt hier in der Endscene noch andere DayZ Videoclips verlinkt. Schaut doch vorbei, vielleicht findet ihr das ein oder andere coole Video. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.